Ja, hallöchen, liebe Leute, hier ist wieder die Nizi. Nach etwas längerer Zeit, ja, ich muss gestehen, ich habe in letzter Zeit ein bisschen Probleme, das Passende für euch rauszusuchen. Es soll ja ein bisschen interessant sein und so langsam aber sicher gehen mir hier so ein bisschen die Themen aus. Wenn der eine oder andere nochmal irgendwas hat, einfach mal reinposten. Für einen kleinen Tipp wäre ich immer dankbar. Ja, also wir befinden uns hier praktisch über dem Wegekreuz und für alle Leute, die gerne kochen und Rezepte sammeln. Hier gab es früher mal eine Quest, das ist praktisch ein kleines Gasthaus, hier wird Brot gebacken, hier ist auch ein Schlachter drin und ein Kochkunstlehrer. Und der Typ, der hat früher eine Quest vergeben, bin ich der Meinung. Sicher bin ich mir allerdings nicht. Ich meine, aber ich habe hier eine Quest angenommen. Der sagt einem, aus Grubenratten lässt sich ein erstaunlich leckerer Eintopf zaubern. Ja, und zu diesem leckeren Eintopf mit den Grubenratten kommen wir später, denn das Rezept gibt es auch immer noch. Es gibt bloß keine Quest mehr dafür, so wie sie früher war. Ja. Ich habe hier noch ganz viele andere Sachen entdeckt. Ich weiß jetzt nicht, ob ich auf Anhieb immer so viel dazu sagen kann. Die eine oder andere Sache werdet ihr sicherlich auch kennen. Hier auf dem Berg befindet sich ja das sogenannte Kriegerdenkmal. Das ist auch witzig, erst wenn man näher rankommt, sieht man hier den Engel schweben. Und die Geräusche sind echt unheimlich. Ich glaube, der erzählt auch irgendwas, ich verstehe es aber nicht. Ich kann mal lauter machen. Ja, also am besten probiert ihr das selbst aus. Wie gesagt, ich verstehe da nichts. Hier könnt ihr den Ork sehen. Auf dem Grabstein. Das soll ein Andenken an einen ehemaligen Blizzard-Mitentwickler, glaube ich, sogar sein. Aber ich bin mir da nicht sicher. Wie immer, ich hatte auch keinen Bock, das nachzulesen. Könnt ihr alles selber machen. Nee, aber fliegt da ruhig mal hin. Vielleicht könnt ihr ja verstehen, was da gesagt wird. Ja, das andere müsste eigentlich... Ist das hier drüben? Ja, da oben auf dem Berg. Hier befindet sich auch ein Typ und das weiß ich auch genau, das ist eine Klassenquest gewesen. Da hat man eine super tolle, damals meine ich sogar eine blaue Waffe bekommen. Also die war richtig hammergenial. Man musste aber auch einiges dafür tun, muss ich sagen. Und ich denke, viele werden diese Quest damals nicht gemacht haben, weil bis man das erledigt hatte, war man schon vielleicht wieder ein paar Level weiter. Ich weiß es nicht. Ich habe das mit, also ich hatte mal einen Krieger angespielt, das war allerdings erst ziemlich spät. Und ja, zu The Burning Crusade Zeiten habe ich da keinen Krieger gehabt. So, was machen wir denn jetzt? Genau, jetzt zeige ich euch das mit der Grubenratte, beziehungsweise wie ihr das Rezept für den Eintopf bekommt. Ja, ich finde das richtig hässlich hier im Brachland jetzt. Das war früher wesentlich schöner. Aber was soll's, können wir leider nichts ändern. Na, hier die Lava und... Ach, ich finde das hässlich. Finde es auch schlimm, dass man hier gar nicht mehr rüberkommt. Man muss ja eine Questreihe irgendwie erstmal erledigen. Und dann kommt man, glaube ich, irgendwie von hinten rum. Entweder
erst in das südliche Brachland und das hat mich gestört. Man findet irgendwie gar nicht den Weg. Ach so, ich wollte euch hier noch was zeigen. Oder das mache ich auf dem Rückweg und dann hole ich wieder meine liebe Leana dazu. Die kann mir dann noch mal ein bisschen helfen. Genau, das mache ich auf dem Rückweg. Das passt besser. Ja, ihr merkt, ich nehme völlig unvorbereitet auf. Ich mache das eigentlich immer gerne spontan. Ich logge mich also ein, suche ein paar Sachen raus. Manchmal weiß ich vorher schon ungefähr, was ich machen will. Dann fliege ich das hier so ein bisschen ab. Und dann starte ich meine Aufnahme und sehe, was so kommt und was mir so einfällt. Ja, jetzt fliegen wir hier über das Allianzgebiet. Mal gucken, ob wir abgeschossen werden. Ja, das ist ein ganz schön langer Weg jetzt. Deswegen muss ich das mit ein bisschen Gequassel überbrücken. Aber ja, okay, ihr könnt ja vorspulen, wenn ihr mich nicht hören wollt oder wie auch immer. Ja, hier gab es früher auch eine schöne, schwere Questreihe. Und zwar in dieser Burg drin, in dieser da. Da musste man irgendwie so eine Kugel holen oder ein Herz oder irgend sowas. Ich glaube, das war eine Kugel. Und das war ja ziemlich schwer eigentlich. So, da sind wir auch schon. Und zwar in der Ausgrabungsstätte von Belmodan. War früher auch schwer. So, und ich weiß nicht, ob ich das jetzt bekomme oder nicht. Werde ich sehen. Hier sind die Grubenratten und die müsst ihr halt killen. So. Also ich habe eine Grubenratte bekommen. Ich glaube, das Rezept habe ich schon. Ich weiß nicht, ob das jetzt klappt. Ich gucke mal, ob ich noch ein paar Ratten finde hier irgendwo. Hier sieht man auch ganz schön schlecht. Das ist ein Präriehund. Hier ist noch eine Ratte. Aber ich denke mal, das geht eher nicht. Auf jeden Fall bekommt ihr, wenn ihr die Ratten hier tötet, irgendwann, ich meine, das heißt plumpe Grubenratte. Und die ist praktisch euer Quest für das Rezept. Ja, ist ja gut. Ja, ich denke, ich bekomme nur die Grubenratten, weil ich das Rezept halt schon habe. Also ihr bekommt dann eine plumpe Grubenratte. Das sieht, glaube ich, genauso aus wie das. Steht halt bloß plumpe Grubenratte. Und es ist in grüner Schrift. Und da steht dann, ihr sollt eine Grubenratte über einem Feuer kochen. Und dann erhaltet ihr halt das Rezept. Ja, muss man erstmal wissen, ne? Ja, finde ich auch schade. Früher ging hier auch so ein Typ immer lang, die Straße auf und ab. Das ist jetzt auch nicht mehr so. Der hat einem früher auch eine Quest gegeben und ich meine, da bekam man sogar einen schönen Ring. Und der hat einem die Quests für diese Burg da gegeben. Man diese Kugeln oder was auch immer holen musste. Ja. Sieht schrecklich hier aus. Obwohl ich gestehen muss, ich mochte das Brachland noch nie so gerne leiden. Ich habe ja auch eigentlich nicht so gerne gequestet. Und heute mag ich es aber noch weniger. Ja, also hier ist Camp Taurayo. Da sind wir ja vorhin schon mal vorbeigeflogen. Hier ist alles in Schutt und Asche gelegt. Und ja, das war halt früher ein Flugpunkt. Viele werden das noch kennen. Man ist dann von hier aus, da hinter mir könnt ihr das sehen, beziehungsweise vor mir jetzt, nach Mulgor gegangen. Früher musste man ja noch gehen, da konnte man noch nicht reiten. Hat sich dort in Donnerfels den Flugpunkt geholt und konnte dann später fliegen. Ja, so war das damals. Hier gab es, glaube ich, den letzten Flugpunkt und dann den nächsten erst wieder in 1000 Nadeln.
beziehungsweise in Donnerfels. Ja, aber ich denke, ich werde jetzt einfach mal auf Leyana umloggen und euch das Camp Taurayo zeigen, wie es früher ausgesehen hat. Bis denne, ciao! Ja, Hallöchen, hier ist Leyana für euch im südlichen Brachland und ich möchte euch jetzt hier das Camp Taurayo zeigen. Da geradeaus weiter ginge es nach 1000 Nadeln. Das Camp Taurayo war damals so interessant, weil es hier noch einen weiteren Flugpunkt gab. Das war ja nun auch nicht so häufig. Es gab hier nicht viel. Also es gab einen Briefkasten, es gab ein Gasthaus, gab Kirschnerlehrer zum Beispiel hier, Metzger, okay. Hier ist der Flugmeister und ja, hier gab es auch eine Quest, die konnte man also ständig machen, da musste man Blutsplitter sammeln. Die gab es hier von diesen Klingenhauer-Viechern und dann hat man immer irgendeinen Buff bekommen oder man konnte schneller laufen oder wie auch immer. Damals war halt Laufen angesagt, man konnte noch nicht reiten. Ja, reiten gab es ab 40 und dann hat man hier meistens nicht mehr gequestet. Ja. Gibt also wirklich nicht viel. Hier steht ein Typ, Gast, aua, heiße Füße. Der hat hier einen Eimer in der Hand, ich weiß nicht genau warum, vielleicht will der hier Wein, Wein? Nee, das ist eine Trommel, da kann man keinen Wein rausbekommen, es sei denn, der hat da Wein drin versteckt. Könnte ja sein. Ja, keine Ahnung, warum der hier ein, doch, ich weiß, warum der einen Wassereimer in der Hand hat. Es wird immer heiß hier. Okay, ja, passt auf. Das ist also das Camp. Ja, aufmounten hat auch, glaube ich, etwas länger gedauert früher. Wenn man hier weiterreiten würde, würde man nach Mulgor kommen. Hier steht jetzt das Tor. Da kann man also nicht mehr durch. War aber früher alles offen. So, und ich würde euch ganz gerne eigentlich auch noch die Sache mit der Quest für das Grubenrattenrezept zeigen. Jetzt weiß ich nur nicht, soll ich reiten, soll ich fliegen? Da müsste ich wieder ellenlang quatschen. Aber ich habe auch die Möglichkeit, euch noch das alte Brachland so ein bisschen zu zeigen. Also, hier hat sich ja einiges verändert. Ja, hier. Hier wäre ja eigentlich auch so eine Schneise, wo dann die ganzen Elementare in dieser kleinen Grube rumlaufen. Da gibt es ja auch eine Quest heute für. Das war damals auch nicht. Ja. Ach, hier war auch eine Quest früher. Da musste man, da hat einer seine Frau vermisst. Die sollte man suchen. Und die befand sich dann hier, war allerdings tot. Also, ja, ist man leider nicht mehr rechtzeitig gekommen. Genau, hier liegt sie. Nee, kann man ja ansprechen, oder? Nee, doch nicht. Ich dachte, die könnte man ansprechen. Also, die gute Frau ist leider im Krieg gefallen. Dann musste man die traurige Nachricht übermitteln. Ja, hier ist eine Brücke. Gab es früher eigentlich auch irgendwie nicht so häufig so Brücken? Ist so jetzt aus meiner Erinnerung her irgendwie so die einzige, die mir so einfällt auf Anhieb? Ach doch, na klar, im Silberwald gab es ja auch Brücken. Okay, die fällt hier höchstwahrscheinlich nur so auf. Ja, die Schneise ist weg, die Oase, so wie sie heute ist, gibt es auch nicht mit diesen ganzen ausgeprägten Blumen und was da alles so kreucht und fleucht. Was ist da? Das steht, glaube ich, heute auch noch. Sind Wachen drin. Ich weiß nicht, ob das noch so ist.
Ja, ganz viele Dinos und Löwen gab es hier und Gazellen und was weiß ich. Das ist heute auch alles so ein bisschen anders. Hier kommt, glaube ich, auch dann das Gebiet, wo die Allianz und die Horde sich bekämpfen, wenn mich nicht alles täuscht. Es könnte so hier um den Dreh sein, aber ja, keine Ahnung. Sind wir schon dran vorbei, wa? Das war weiter hinten. Okay. Gut, dann sind wir jetzt auf jeden Fall beim Wegekreuz schon angelangt. Habe ich zu langsam geredet oder ich bin zu schnell geritten? Ich glaube, wir müssen hier raus. Jawohl. Da ist der Turm. Ups. Der Turm mit dem kleinen Gasthaus, der ein paar Leute hier bewirtet mit Brot und Fleisch. Hier das leckere Brot. Und da sitzt auch schon einer und futtert sich den Bauch voll. Ja, und wie ihr seht, ich bekomme hier ein Quest. Kann ich anklicken. Und der möchte gerne ein paar Grubenratten. So, und dann bekomme ich das Rezept Grubenratteneintopf. Ich bekomme Grubenratteneintöpfe, 5 Stück. Und dann bekomme ich noch Handschuhe des Apothekers. Die waren früher echt gut, muss ich sagen. Handschuhe gab es auch nicht so oft, soweit ich weiß. Ja, sollte man 8 Grubenratten besorgen und dann hat man also das Rezept bekommen. Der heißt auch noch Grub, finde ich lustig. Okay, ja, das war's, was ich euch hier erstmal zeigen wollte oder sollte, besser gesagt. Und ich gebe zurück an Nizi. Bis dann, ciao, ciao. Ja, willkommen zurück bei Nizi. Wir hätten das also auch geklärt mit dem Eintopf. Ich hoffe, euch schmeckt er beim Nachkochen. Ich bin ja nicht so davon überzeugt, aber wer weiß. Gut, dann war es das von meiner Seite aus. Bis jetzt erstmal und wir sehen uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt WoW, Orte, die kaum einer kennt. Bye, bye.